Welcome to the LPGC, mein Name ist Frank und wir spielen wieder StarCraft 2 Heart of the Swarm. Und es geht weiter. Da fliegen die Mutas. Und jetzt können wir mit Servan oder Sovan, keine Ahnung wie er ausgesprochen wird, im Dialog treten. Boah! Die Urzerk sagen, der Schwarm sei korrumpiert. Was hat der gefallene Xel'Naga, Amon, getan? Er wollte unsere Stärke, die Fähigkeit, Essenzen zu stehlen. Doch wir waren frei und folgten ihm nicht. Er band die Zerg an einen einzigen, übergeordneten Willen. Ohne eigene Identität. Der Overmind. Sie seine Sklaven. Der Schwarm. Das ist Amons Korrumpierung? Ja. Ein schreckliches Schicksal für einen starken Urzerk. Okay. Isha hat auch was zu sagen. Meine Königin, warum haben wir den Uralten geweckt? Seine Kraft übertrifft selbst deine. Der Uralte ist der Schlüssel zu den verborgenen Kräften von Cerus. Und ich brauche dieses Wissen. Aber wird er uns nicht vernichten? Wir setzen alles auf eine Karte. Die Terraner machen so etwas, wenn ihnen ihr Instinkt sagt, dass die Zeit reif ist. Ich verstehe. So wie der Terraner James Rayner, der nach Char kam, um dir deine ursprüngliche Form zurückzugeben? Ja, genau so. Das einzige Problem damit ist, dass man manchmal auch verliert. Ja. Kurz mal die Punkte für Kerrigan angucken. Stufe 27. Dauert wohl noch ein bisschen. Und die Evolutionsgrube hat auch was zu erzählen. Okay. Erstmal das Mutaliskenvieh mutieren. Jo, was haben wir denn? Die Angriffe der Mutalisken erhalten 3 zusätzliche Übersprünge und treffen bis zu 6 Ziele. Die Übersprünge verursachen erhöhten Schaden und haben eine größere Reichweite. Mutalisken regenerieren außerhalb des Kampfes 10 Trefferpunkte pro Sekunde. Muss sich 5 Sekunden lang außerhalb des Kampfes befinden. Erhält plus 9 Schaden gegen gepanzerte Ziele, ein Anstieg von 100%. Angriffe springen nicht mehr auf zusätzliche Ziele über. Macht sie weniger gefährlich gegen Mars-Units, aber dafür umso gefährlicher gegen Gepanzerte. Also, für mich ist die Entscheidung wieder mal klar. Und jetzt reden wir mit Abatur. Urzerk, inakzeptabel. Müssen ausgelöscht werden. Ohne Überreste. Urzerk vernichten. Was meinst du damit? Urzerk-Fernkämpfer auf Schlachtfeld gesehen? Basieren auf Hydralisken. Urzerk haben Entwurf von Schwarm gestohlen. Schwarm nur Stunden, Tage auf Planet, wird bereits kopiert. Abatur, bist du etwa verärgert? Inakzeptabel. Macht vom Schwarm Stärken zu assimilieren. Urzerk dürfen nicht stehlen. Mach dir darüber keine Sorgen. Sie werden auf unserer Seite sein, bevor ich hier fertig bin. Okay. So, zurück geht's, denn wir können keine Evolutionsmission spielen. Und sonst auch keine Gespräche führen, deswegen geht's weiter mit der nächsten Mission. Begib dich zum Geburtsort der Zerg. Dort wirst du geprüft werden. Vielleicht wirst du zerrissen. Doch wenn dein Zorn stark genug ist, gehört die Macht von Cerus dir. Beschützen Sie Kerrigan und ich sehe ein Bild mit dem riesigen Evolutionsei. Ich habe so einige Befürchtungen, dass sie zu ihrer ursprünglichen Form zurückkehrt. Aber dann heißt es ja, John Rayner hat alles umsonst getan. Und als neue Einheit gibt es den Schwarmwirt. Die erste Hotz-Einheit, die auch im Multiplayer verfügbar ist. An sich mag ich die Einheit nicht so, weil sie... Ich weiß nicht, ich mag sie einfach nicht. Los geht's. Die Suche nach Macht hat dich an diesen Ort geführt. Macht, um Mengsk zu töten. Sag mir, was ich tun muss. Diese Macht ist sogar noch älter als ich. Und sie hat ihren Preis.
Was bist du bereit für deine Rache zu opfern? Alles. Du musst die Macht spüren. Sie ruft dich. Geh zu ihr. Die Urzerk haben deine Ankunft bemerkt. Sie sind hinter dir her. Aber Tur, schick mir die Kreatur, an der du gearbeitet hast. Den Schwarmwirt. Uressenz genutzt für Anpassung. Erschafft Schrecken, um Gegner zu töten. Ja, die muss ich einbuddeln, damit die so eine kleine Eier spawnen. Urzerk im Anmarsch. Verwurzelt Schwarmwirte, damit sie Schrecken erschaffen können. Schrecken! Diese Welt gehört mir. Nein, kommt mal. Okay, ich muss sie anscheinend selbst erschaffen. Süß. Ja. Und machen einen Damage. Der Schwarm ist hungrig. Und was für ein Damage. Die Streitkräfte der Urzerk wurden eliminiert. Dein Weg ist frei. Was jetzt? Wir haben nicht viel Zeit. So. Wer hat dich gefragt? Du hast meine Aufmerksamkeit. Nicht mehr lange. Der Moment ist bald gekommen. Ist dein Hass immer noch stark genug, um das notwendige Opfer zu bringen? Das wollen wir sehen. Es ist ein Teich. Der erste Brutschleimpool. Er existierte schon, als es noch keinen Namen gab. Von diesem ursprünglichen Ort stammen die Zerg. Also ein sehr, sehr mächtiger Ort. In ihm wurde die erste Essenz zu viel. Sie verschlangen sich und gewannen an Stärke. Die ersten Zerg. Du wirst deine Macht bekommen und dich selbst verlieren. Verändere dich. Werde stärker. Empfehlung. Pool meiden. Katalytische Flüssigkeit wird Körper der Königin überwältigen. Nicht stark genug. Der Hass der Königin ist stark genug. Und wenn ich überlebe, nein, neu erschaffen. Ich werde noch mächtiger werden als die alte Königin der Klingen. Zagara, verteidige den Schwarmcluster und den Kokon, bis ich vollendet bin. Oder tot. Ja, meine Königin. But why? Okay. Jetzt heißt das, beschützt Kerrigan, auch wenn ich nicht das Ganze unterstützen würde, was sie da gerade macht. Aber ich tue es einfach. Ich will ja wissen, wie es weitergeht. Ihr drei geht dahin, buddelt euch ein. Und ihr beiden geht dahin und buddelt euch ein. Dann gibt es noch einen dritten Weg. Wir brauchen der ist mehr aber Schwarmwirte. Blockiert. Er schafft mehr aus den Larven an der Brutstätte. Da sind doch gar keine Larven mehr. Ihr sollt euch einbuddeln. Ach, ihr habt euch eingebuddelt. Hallo, ich glaube, das ist ein Bug. Lol, das ist nicht normal. Aber okay. Dann soll es halt so sein. So, ihr spawnt dahin. Hier, da. Creep, creep. Creep, creep. Die Überreste von Bracks Truppen sammeln sich in der Nähe. Sie bereiten sich auf einen Angriff auf unseren Schwarmcluster vor. Wurzelt unsere Schwarmwirte und Krabbler am Eingang ein. Das sind doch viele. Minus eins. Und dann bauen wir hier mal Spinecrawlers. Warlords brauchen wir auch gleich wieder. So. Wo ist eigentlich... Achso, wollte gerade sagen, wo Kerrigan ist, aber... da ist sie, ja. Ja, dann schickt mal eure Einheiten.
Irgendwie ist es verbuggt. Lol. What the fuck? Was ist hier los? Scheiß auf Schwammwürde, ich sag doch, die können nix. Wieso kann ich das denn? Muss ich die manuell spawnen? Was soll denn das? Okay, ich verzichte echt auf Schwammwürde. Neue Hatch dorthin. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Oh Mann, der Kokon hat schon so viel Schaden genommen. Das ist scheiße. Da oben steht eine seltsame Kreatur. Okay, da die erste Welle von der Seite kam, wird sie jetzt wohl von rechts kommen. Ich spüre, wie sich ein weiteres Rudel der Urzeit. Ihr wollt mich trollen. Auf der anderen Seite des Beckens sammelt. Verfälschte Zerg! Ihr habt Merk getötet, doch sein Rudel lebt weiter! Lol. Ihr Territorium gehört mir, genau wie ihre Essenz! Lololololol. Kämpft ihr miteinander? Kämpft ihr miteinander? Kommt schon, bitte. Ja, geil! Oh, ich wollte schon sagen, ey. Das wäre ein kurzes Game geworden. Die Fraktionen der Urzerg greifen sich gegenseitig an. Sollen sie sich doch gegenseitig umbringen? Wir konzentrieren uns auf den Schutz des Kokons. Also hier unten ein harter Showdown. Kann mir egal sein. Ich habe euch nicht vergessen, verfälschtes Rudel. Eure Anführerin schläft. Sie wird nicht erwachen. Eure Essenz wird ein Festmahl für mein Rudel sein. Halt Klappe. Wird sie nicht. Yatras Rudel macht sich bereit, unseren Schwarmcluster anzugreifen. Zeig diesen Urzerg den Zorn des Schwarms. Oh ja, yeah. Das werden sie. Aber erstmal muss ich noch ein bisschen Eco. Oh Gott, so viele. Aber sie kommen ja einzeln. Ihr müsst jetzt mal spawnen, los. Komm zurück! Okay. Warum? Warum seid ihr da hinten? Kommt raus da. Ah, Linge. Scheiße Flinge. Die bin nicht mehr stark genug. Ich will jetzt Schaben und Hydras. Hydras. Auch noch ein paar Schwarmwürde, auch wenn die nichts bringen, habe ich das Gefühl. Ja. Wieso geht es denn nicht automatisch? Das ist doch anstrengend. Da kommen die nächsten Auswurzeln. Komm schon. Brutmutter Zagara. Wichtige Entdeckung. Uressenzen sammeln sich im Pool. Kann verwenden. Viele Schrecken erschaffen. Schwarmcluster gegen Urzerg verteidigen. Diese Urzerg geben nicht nach. Erschafft die Schrecken. Tötet sie alle.
Oh, da sind meine Sharpshops. So, sieht's aus. Unten betteln sich die Gegner immer noch. Im erbitterten Kampf. Die Linge. Ah, okay, der Waypoint macht's also. Das ist eigentlich relativ logisch. Trotzdem kommt mal wieder raus. Klicken, um Schrecken zu erschaffen. Keine Ahnung, was Schrecken ist. Benutze ich mal nächstes Mal. Wenn ich kurz vorm Sterben bin oder wenn die Welle kommt, denn die Welle ist nämlich schon fast da. Das heißt, wieder auswurzeln. Und hier wieder einwurzeln. Hydras. Und der Gehung hat sich wieder regeneriert. Yagdra hat Flugeinheiten der Urzerk geschickt, um den Kokon anzugreifen. Wow. Essenz sammelt sich schnell. Wow. An. Oft einsetzen. Wie sie alles zerstören. Was ist mit dir los, mit deinem Verstand von Waypoint? So, Eco läuft ja eigentlich auch. Eins, zwei. Und Damage Upgrade sollte ich auch mal langsam erforschen. Ich spüre ein mächtiges Wesen. Ein riesiger Urzerk. Tyrannozor. Wild. Extreme physische Kraft. Essenz nützlich. Den holen wir uns. Wir holen uns nämlich alles. Eine leichte Aufgabe. Dazu müssten wir mitten durch den Kampf zwischen Yagdras und Braxrudel. Weißt du, wie egal mir das ist? Einfach durchlaufen und attacken. Und währenddessen lassen wir unsere Base komplett ungeschützt, denn so bin ich. Ich riskiere so einiges. Auch wenn ich Schiss hab. Aber. Pff. Genau jetzt kommt ihr nicht. Scheiße. Okay, ihr bleibt mal doch hinten. Obwohl, ich habe meinen Schrecken. Noch. Sie fangen einfach alle. Ah, ne. Okay. Oh, oh. Schrecken. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Tyrannozor-Essenz erlangt. Werde Uressenzen ausführlicher untersuchen. So, die Armee hat sich erledigt. Da sind noch irgendwelche Fliegemutter-Scheiße hier. Ich brauch mal. Die Urzerk greifen den Kokon an. Ich weiß. Die Metamorphose unserer Königin ist zur Hälfte abgeschlossen. Haltet die Verteidigungslinie. Ich brauche Hydralisken. Lass meine Queen in Ruhe. So, 1, 2, 3 dahin. 2, 3 dahin. So, Gas ist bestückt. Minerals sind auch bestückt. Ich mache ein Range Upgrade. Und. Ja, da kommt schon wieder was. Nein, 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 ich hab doch. Lasst mich! Focus Firing. Wir brauchen mehr Westfinger.
Wisst ihr was? Hier sind ja Minerals, die klaue ich mir. Wieso krieg ich kein Gas? So langsam sieht es besser aus. Ein paar Scheuseler. Und Roaches. Oh, macht mal hin mit dem Gas hier. Kann ja nicht sein. Genau, greift meine Brutstätte an, die gerade eben fertig geworden ist. Vor ungefähr 20 Sekunden. Nein, ich bin nicht überfordert, auch wenn es so aussieht. Weißt du was? Euch stelle ich mal dahin. Schaben. So, wie sieht es eigentlich mit Upgrades aus? Machen wir mal das Melee-Upgrade. Wir brauchen mehr Mineralien. Jetzt sind es Minerals, die mir fehlen. Und wir müssen noch 7 Minuten und 40 Sekunden überleben. Ja, ich glaube, ich krieg das gut hin. Die Urzerg zerstören die Felsen in der Nähe des Kokons. Ja. Jetzt können sie schon von drei Seiten kommen. Woo. Wir brauchen mehr Overlords. Und wir haben keine Overlords mehr. Woo. Komm, macht mal hin hier. Dauert mir zu lange, dass ihr das Ding mal aufkriegt. So, jetzt kommen sie von dort. Na, Olotz, wo bleibt da? Leckt mich einfach. Soll ich seine Armee halbieren? Ich weiß nicht, ich gebe einfach mal die Echse auf. Es hat nicht so viel Sinn. Die Urzerg greifen den Kokon an. Ja, dann lasst es. Uressenzen vorhanden. Kann Schrecken erschaffen. Genau, gute Idee. Der Gut. Kokon öffnet sich. Wieder kommt. Bald wird unsere Königin erwachen. Wo wollt ihr hin? Wollt ihr? Lasst meine Eco ganz. Meine Schwarmwirte. Genau, was sind da genommen? Schaben. F2 und alle Einheiten ausgewählt. Das war mein Ex übrigens. Schade, schade. Aber hier die Larven benutze ich noch, um ein paar Linge zu spawnen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
So, noch 5 Minuten. Yay! Und immer wieder kommen die länger. Das ist schön. Ja, ich habe das Gefühl, der ganze Planet greift mich hier an. Wir haben ja gerade nicht viel zu tun. Oh, der Kokon sieht schon sehr... Oh, nein, da ist schon Sarah Kerrigan zu sehen, wie sie aussehen wird. Nein. Guck mal, ich fahre eine Rampe hier. Wollen wir ja nicht hier Rampenbattle machen? Noch ein paar Hydralisten gebaut. Die Urzerk greifen den Kokon an. Niemals. Kann Schrecken erschaffen. Brauche ich nicht. Verteidigen. Drei Minuten 30. Wiper. Blut ist stark. Wir erobern Essenz. Wir verschlingen. Jetzt sind nur noch die verfälschten Zerg übrig. Holt euch ihre Essenz. Tötet sie. Ja, oh, der ist böse. Sie nähern sich dem Schwarmcluster. Jetzt heißt es wahrscheinlich All In. Und ich sag nur eins. Beschützt die Königin. Mit 200 Supply. Oh mein Gott. Das wird gleich massakerös. Denn in 2 Minuten 30 ist es soweit. Die letzten Einheiten von Braxrudel. Camel. Haben sich verabschiedet und jetzt holen wir die Schrecken. Als ob wir nichts verloren hätten. Oh, ich liebe diese Musik, habe ich schon erwähnt. Ich sehe die ganze Map, da sind nur noch rote Einheiten. So, jetzt brauche ich einfach mal länger. Denn die sind sofort draußen. Eine Minute noch. Verteidigt den Kokon. Der Schwarm wird bestehen. So, langsam wird es weniger. Krieg auch langsam Angst hier, denn. Scheiße! Leute, hört auf bitte. 10 Sekunden noch, da komme ich Schrecken. Oh Mann, jetzt mache ich nichts mehr, aber jetzt kann ich nichts mehr verändern. 10 Sekunden. Ich habe noch eine Handvoll von Einheiten. Und sie droppen. Geschafft. Ja!
Scheiße. Warum ist sie wieder die Königin der Klingen und ihrer alten Gestalt? Ich mochte ihre neue so. Und zuletzt habt ihr Arcturus Valens gesehen und ich denke, das, was da so geknistert hat und am Ende im Bild erschienen war, war das Xel'Naga-Artefakt, womit man die Zerg einfach nur dezimieren kann. Einen Erfolg haben wir nicht bekommen. Und zwar, ohne dass dieses Kokon Schaden kriegt, die Mission abschließen. Ja, gut. Keine Ahnung, wie man das auch schwer so machen soll, wenn man nicht so vorbereitet ist. Die nächste Mission wird bestimmt episch. Und ich freue mich schon drauf. Also, welcome to the LPGC. Das war wieder StarCraft 2 Action.